Mein Name ist Hannah Mathilda Erbe und ich erzähle euch heute was über mein Leben. Mickey Mouse und Donald Duck haben mich einfach meine ganze Kindheit bis heute begleitet, weil ich es einfach unheimlich liebe, zum Abschalten lustige Taschenbücher zu lesen und die Geschichten einfach, obwohl sie eigentlich für Kinder geschrieben wurden, heutzutage immer noch witzig finde. Harry Potter Filme sind für mich bis heute einfach auch ein total wichtiger Teil meiner Kindheit. Ich kann die unendlich oft gucken, die werden nie langweilig. Auch wenn ich alle Zeilen schon mitsprechen kann und alle Zaubersprüche kenne, finde ich es immer noch witzig und gucke es einfach total gerne, weil mich diese Welt total begeistert. Wenn ich etwas anfange und mich dafür entscheide, das durchzuziehen, dann tue ich das auch. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mit 5 was anderes angefangen hätte, hätte ich das sicherlich mit dem gleichen Elan und Ehrgeiz durchgezogen. Und so ist es eben das Reiten geworden. Und das halt vor allem auch wegen der Liebe zu den Pferden. Und deswegen denke ich auch, bin ich bis heute dran geblieben. Parallel studiere ich Immobilienmanagement als Fernstudium an der EBZ Bochum. Das ist für mich einfach ein unheimlich wichtiger Punkt, mich auch anderweitig weiterzubilden und ein zweites Standbein zu haben. Das mache ich meistens abends und bereite mich dann auf die Klausuren vor und kann es halt dadurch, dass es ein Fernstudium ist, alles von zu Hause machen, was es unheimlich erleichtert. Wir sind hier im Reitstall von Isabel Wert. Ich arbeite hier 6 Tage die Woche am Vormittag und gucke einfach, dass ich hier helfe, wo ich kann und versuche, so viel mitzunehmen und so viel zu lernen, wie geht. Isabel vermittelt einem eine unglaubliche Ruhe und Geduld im Umgang mit Pferden und gleichzeitig einen unheimlichen Perfektionismus, wirklich auf die Details zu achten. Und ich habe unheimlich schnell gemerkt, dass man einfach, indem man auf die Basis achtet, viel schneller auch mit den Lektionen und mit den ganzen Dingen, die man in der Prüfung braucht, weiterkommt. Mir ist einfach unheimlich wichtig, dass Reiten für mich nicht darin besteht, mich auf Pferde zu setzen, die alles können, um die Lektionen abzuspulen und damit auf Turnieren erfolgreich zu sein. Für mich ist Reiten einfach, dass man sich auf ein Pferd setzt, wo man sich erstmal gar nicht so mit zurechtfindet und dann lernt, diesen Weg zu gehen, eben auf das Pferd einzugehen, aber auch das Pferd auf seine eigenen Hilfen einzustellen, dass das halt ein Team wird. Und dabei ist es mir auch völlig egal, ob das Pferd ein gutes ist, ein schlechtes, ein faules, ein fleißiges, ein starkes oder ein leichtes. Mich reizt es einfach, die Situation, die beim ersten Mal, wo ich draufsteige, vorhanden ist, zu verbessern.